Grüß dich und herzlich willkommen in Jemanzig auf der Wiesn. Ja, wir haben letzte Folge begonnen zu mähen und wir haben jetzt weiter mähen. Ich bin zur zweiten Wiese gerade gefahren. Auf jeden Fall. Wie go? Da geht es jetzt schlimm bergauf. Ich glaube, dass es schlimmer ist. Aber es geht eigentlich ziemlich schön flott voran. Ich glaube, man hofft gar nicht. So geht der Traktor wieder schön am Hof, war er nicht so ding. In der Leiten, aber ich glaube jetzt haben wir die drei Wiesen unten, wir sind einmal. Weil jetzt werden wir Silo, Bäume, man nicht, machen wir ein Vorsilo. Ich glaube, ist am gescheitesten. Können wir so immer rausnehmen. Wir werden auf jeden Fall eine Presse mieten, das schauen wir uns dann an. Und den Silo werden wir einbunkern. Wir haben da ein paar Flächen. Ich glaube, Flächen müssen wir nicht mehr düngen, behandeln. Die sind momentan alle ausreichend gepflegt. Vielleicht das Getreide nochmal, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hat auch schon drei. Die dritte Düngestufe pflügen müssen wir dann nochmal. Schauen wir, ist ja wurscht, schauen wir gleich noch, haben wir jetzt Zeit. Da die drei Ocker, ja da. Haben wir nichts, das sind alles Wiesen. Gepflügt werden muss alles. Oh, genau, die Wiesen auch noch. Aber ist ja wurscht. Das sind ja die Düngestufe, da werden nicht die Wiesen umpflügen. Das war halt ja unsinnig. Und weil da müssen die wieder anbauen, da sind nicht 10% mehr da gehabt. Das scheitert durch 3 Meter Düngen. Oder sagen wir so, einmal jauchen oder zweimal. Das ist auch unnötig. Einmal jauchen führen und einmal striegeln, bei den gleichen Sinn. So, und oben geht's eh wieder mit 22, aber der Sound für den Traktor ist so cool. Ich habe eigentlich meine praktische Führerscheinprüfung, habe ich mit der gleichen Baureihe noch mit 16 und mit dem Schaltgetriebe. Das heißt, ich habe da zwei Knöpfe gehabt zum Auf- und Abschalten. Klingt jetzt immer schlimmer wie es ist, aber es ist gar nicht so schlimm zum Fahren. Das einzige, was ist, er hat nicht immer einen optimalen Drehzahlbereich. Im Sinne vom, vom Arbeiten, also es ist kein stufenloses Getriebe, das man so arbeitet, dass er den besten Drehzahlbereich hat, mit dem geringsten Treibstufe auch, ja. So, das geht eh flott voran, das passt. Das war halt schon fast schon, dass ich den Traktor hier finde ich halt. Ich scheide, wir nehmen unseren stärkeren, aber dadurch auch ein bisschen Kulturtraktor, sind die 6. Dann war das ja gar nicht so verkehrt, hätte ich gesagt. Also
Upala. Drei Skitter, ja, drei Skitter ist in Ordnung, ein Verbrauch, der Mann. Zwischen 15 und 30 Liter spricht man auch dabei. Interessant ist, wenn ich jetzt einen unkurzen Überbau schalten würde. Der Verbrauch runtergeht, ich habe zwei Zapfen eingeschaltet im Sinne des Spiels. Nein. Aber geht runter, der Verbrauch. Wenn ich runtergehe vom Vollgas. Das ist ein Ding. Schauen wir mal, wo die nächste Wiese ist, wo wir es noch gedüngt haben. Das ist so schön am Stufenlose. Es ist zwar nicht korrekt, ihr schaut, ich glaube bei 40 oder was hat er die nächste Stufe rein. Oder bei 30 oder so. Ja, bei 12 ist sowas, glaube ich, geht der Straßengang rein. Bei der Getriebe. Ich glaube, das hätte oben fahren müssen und dann gehen wir rein. Ui, das ist schon wieder. So geht es. Die Zeit verfliegt und verfliegt. Naja. Aber man wohnt da schon was leider. Ich bin jetzt gespannt auf mein LS19, welche Themen, welche Traktor spielt, macht das jetzt leicht zukommen. Ich muss einfach die normalen Modelle behalten und nur grafisch etwas darstellen. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich dann die Traktoren, wie man das. Ah, jetzt will ich kein Blödsinn rein. 15 und 13. Da war irgendwas habe ich mal gehabt mit den Texturen. Da habe ich einen gleichen Traktor gehabt und die Texturen einfach einige von 3. War glaube ich ein Mod-Traktor war das. Mod-Traktor von 13, der was im 15er kommentiert haben, der was im 15er aber auch gegeben hat. So in der Art. Und da waren die Texturen halt. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt zwar. Der Geotrack 94, glaube ich, war noch ein 15er. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich will jetzt auch nichts legen. Und ich habe da damals einen 64er gehabt. Der hat die gleiche Innenausstattung gehabt, vom Motor her. Mit der Karosserie war außen anders. Aber wenn man die 15er Textur reingekopiert in den Traktor und habe eine viel hochauflösendere gehabt, weil die 13er da im Traktor selber noch die 13 Textur drin war. So war das, glaube ich. Jetzt haben wir es. Aber ja, was will man tun? 19er, es ist viel. Ich glaube, der Alpenmotor war das, der Leo. Der hat in der Gruppe sofort eingestellt, so, ich produziere jetzt LS19. Also eh nur Spaß halber. Aber der er beschäftigt sich wirklich viel mit Texturen, Modellieren und Co. Macht er wirklich schöne Sachen. Und ja, da oder halt Command, wenn er das Foto bearbeitet, schau, ich habe noch LS19, ich habe jetzt schon LS19.
Aber es ist schon ein Unterschied auch, muss ich sagen, ob ich jetzt einen anderen Monitor habe oder um die Grafikkarte. Wenn ich jetzt einmal selber für mich jetzt einen Monitor kaufen würde, hätte ich eine viel bessere Spielgrafik. Mein GTX 90 ist für diesen Monitor nicht genügend ausgelastet, würde ich sagen. Und Grafik ist es so eigentlich schön, in gewissen Spielen und so, weil ich kann meine Spiel arg auf meinen Fernseher, also das Video, was ich produziere zum Beispiel, kann ich am Fernseher ausspielen, arg, und aber 4K Auflösung ohne Pixelfehler. So, wo liegt das jetzt dabei? Liegt das jetzt am Fernseher oder liegt das jetzt am Monitor? Also ich glaube eher, dass der Fernseher ausreichende Kraft hätte, nur ich Monitors nicht produzieren kann für mich selber. Das ist ja das Problem. Schauen wir mal da mal ein bisschen was da hinten. Aber der schaut sehr mohnhaltig aus, da, oder? Oder so, oder wie ist das so? Also ich hoffe. Hier bin ich so gar nicht. 0,7 Stunden sieht man das da. Ach, Motorstunden, da steht 3,7. Es ist nicht in 2013 haben sie den Bauern wieder vor 13 ist die Innenraumtextur. LS 13 halt. Also sieht sich der ist ja. So ist es, so ist es. Schreibt mal vielleicht ein paar Themen rein, über was man reden kann, über was gleich interessant ist. LS17, LS19. Ganz Ding. Vielleicht machen wir da auch noch was. Da ist ein Darat zu mir. Wenn wir nicht irgendwas zusammenbringen. So. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Daumen nach oben abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Pfiat, denke ich.